Hallo Leute, heute zeige ich euch ein Video, wie ihr einen Virus, also ein Spaßvirus, erstellen könnt und eure Freunde damit nerven könnt. Dieser Virus ist nicht wirklich ein Virus, er ist auch nicht schädlich für den Computer, sondern das Einzige, was dieser Virus auf sich hat, er fährt von einem anderen den Computer runter. Okay, dann legen wir los. Also, als erstes müsst ihr neu um Verknüpfung gehen. Dann kommt hoffentlich bei euch so ein Fenster. Da müsst ihr da eingeben Shutdown Leerzeichen minus S Leerzeichen minus T. Minus T bedeutet so viel wie Time auf Englisch. Und dann gebt ihr eine beliebige Zahl ein. Zum Beispiel als, nehmen wir als Testbeispiel jetzt mal 40. Das sind 40 Sekunden. Da fährt der Computer runter bei diesem Virus. Dann minus C, natürlich mit Leerzeichen auch wieder, nochmal Leerzeichen, solche Anführungszeichen. Ja, da könnt ihr einen beliebigen Text eingeben, egal welchen. Zum Beispiel jetzt haha. Und wenn ihr fertig seid mit eurem Text, wieder die Anführungszeichen oben. Dann klickt ihr einfach nur auf Weiter. Zum Beispiel jetzt, ihr wollt eurem Freund ein gefaktes Internet Explorer auf den Desktop schicken, dann nennt ihr diese Datei Internet Explorer. Einfach auf Fertigstellen. Ja, sieht einfach aus wie so eine komische Datei. Da sollte man das Symbol bei Eigenschaften, anderes Symbol noch ändern, damit es auch ziemlich glaubwürdig rüberkommt. Suchen wir das. Hier ist es. Nehmen wir da dieses Zeichen. So. Und kaum einer kann das jetzt erkennen, dass es ein Virus ist. Es sieht aus wie der echte Internet Explorer. Ganz normal zum Anklicken und so. So. Und um diesen Virus auszuschalten, also wenn ihr den geschickt habt und den ausschalten wollt, dann müsst ihr da unten bei Ausführen, Shutdown, Leerzeichen, minus A eingeben. Das stoppt diesen Virus. Ich demonstriere euch das nun mal. Dann kommt so, wird CMD geöffnet und jetzt kommt, sie werden in Kürze abgemeldet. Haha, das ist die Meldung. Um das wieder abzuschalten, Shutdown, Leerzeichen, minus A. Okay. Und dann steht da unten, die Abmeldung wurde abgebrochen. So, das war's von mir. Ich hoffe, ihr habt viel Spaß damit. Und viel Spaß damit.